Servus Leute, mein Name ist Paul und willkommen zum neuen YouTube-Video von meinem Kanal. Heute ist der Tag gekommen, wo dieses Knie bzw. dieses Bein endlich vom Doktor angeschaut wird. Die letzten 7 bis 10 Nächte habe ich, glaube ich, so schlecht geschlafen wie noch nie. Ich war gefühlt jede zweite Stunde wach, hatte Schmerzen in den Oberschenkel. Heute werden wir den ganzen auf den Grund gehen. Das Ganze ist eigentlich passiert, weil ich 2, 3 Kicks beim ersten Mal Sparring im Muay Thai drauf bekommen habe. Das zieht sich jetzt aber schon 2 Wochen. Es ist zwar nicht mehr so blau, also die Schwellung ist jetzt schon gut weggegangen, aber vom Schmerz hier außen ist es jetzt zu Schmerz hier im Oberschenkel gekommen und zu Knieschmerzen. Deshalb gehen wir der Sache heute auf den Grund. Das Ganze ist zu einer ziemlich stabilen Uhrzeit. Ich habe sogar direkt den ersten Termin in der Früh bekommen. Ich hatte auch echt Glück, muss ich sagen, weil ich sehr spontan einen Termin bekommen habe. Bin ja erst gestern Abend zurückgekommen aus Köln. Um 0 Uhr war ich im Bett, um 7 Uhr muss ich heute früh wieder aufstehen. Optimal. Ich fühle mich eigentlich ganz ausgeschlafen. Ich will jetzt einfach nur, dass dieser verdammte Schmerz in meinem Oberschenkel weg ist und ich wieder Beine trainieren kann, weil das Bein fühlt sich jetzt nach 2 Wochen schon ein bisschen schmaler. Und da hoffe ich mal, dass es gute Nachrichten gibt und ich einfach eine schnelle Lösung finden kann. Da sitzen wir. Das Knie sieht, finde ich, auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Der Arzt sollte gleich kommen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Aber wie gesagt, ich habe auch gerade erklärt der Assistentin, dass ich hier Schmerzen einfach hier irgendwie im Muskel habe, im Oberschenkel selber. Und dass mein Knie halt, wenn ich es zu stark hier so abwinkel, zum Beispiel, wenn ich mich versuche, im Schneidersitz zu setzen, auch einfach schmerzt und wie es wird es blockieren. Also ich glaube, irgendwas muss da auf jeden Fall runtergezogen sein. Vor allem spüre ich es halt auch hier extrem in dem Ansatz vom Quadrizeps. Na, das geht. Ah, was ja. Im Knie. Geht? Geht, ja. Okay, anstabil. Meniskuszeichen negativ. Da tut es weh. Aber ich glaube eher von der Schwellung. Welche Seite? Da außen. Beide. Beide. Hier? Ja. Ja. Druckschmerz, medial und lateral, ohne Punktum, Maximum. Ja. Das, ich schaue, ob da ein Meniskus beim Meniskus irgendwas ist. Kein intratakulärer Erguss. Oberflächliches Hämatom, da schaut es auch eher aus. Ja, das sind so Streifen. Ja. Das spricht auch eher gegen ein abgesunkenes Hämatom. Okay. Ja, wenn ein Hämatom das absinkt, das ist gleichmäßig. Wenn das so Streifen sind, also ich glaube schon, dass sie da vielleicht weil, nicht gleichmäßig sind. Normalerweise tragen wir den Schienbeinschutz, also das geht von hier bis hier runter. Mhm. Also eigentlich kann ich da auch gar nicht so einen starken Schlag drauf bekommen haben, weil das Knie im Prinzip geschützt ist. Das schaut schon gut typisch aus. Also am Knie selber ist wahrscheinlich eher nichts. Ich habe es nochmal gesagt, dass ich eben Schmerzen am Muskel im mittleren Oberschenkel gehabt habe. Wir machen wir einen kleinen Unterschied. Schauen uns das Ding an, ob im Muskel nichts beschädigt ist. Süßigkeit hat er eh gerade gesagt, ist auf jeden Fall kein im Knie. Aber anscheinend habe ich irgendwelche Schläge hier drauf bekommen. Auch wenn ich das eigentlich nicht habe, soweit ich mich erinnern kann. Aber ja, diese Streifen stehen so ein bisschen komisch aus. Also Schmerz jetzt im Oberschenkel kann auch einfach nur von dem Hämatom kommen. Es kann schon ein bisschen verteiltes Blut sein oder ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Ja, aber zumindest, was es uns geht, ist, dass irgendwas abgekapselt ist. Mhm. Ja, okay. Es kann ja theoretisch sein, dass in der Tiefe jetzt so ein Bluterguss sitzt. Ja. Und der macht natürlich Schmerz. Und das konnten wir ausschließen. Okay. Das heißt, es ist ein oberflächlicher bzw. verteilter Bluterguss. Was es die Kniebeugung angeht, weil ich hier unten im Punkt Schmerzen habe. Das kann sein, dass das Ganze hier einfach beleidigt ist oder auch ein bisschen Spannung macht. Aber im Knie selber tastet man keine Flüssigkeit. Das kann man so untersuchen. Ja, also würde die Kniescheibe so hin und her schwabbeln. Ja. Die sitzt gut auf. Also das sind wenn geringe Mengen. Super, ich denke, ihr habt es gehört. Also auf jeden Fall nichts mit dem Knie, mit dem Muskel. Könnte sein, dass die Beugung im Knie nicht ganz so möglich war, weil ich ja leichte Schmerzen hatte, wie er dagegen gedrückt hat. Auch vom Hämatom kommt. Ich soll jetzt mal ein bisschen abwarten. Kein Beintraining natürlich, was ich eh nicht machen kann. Und eigentlich ein bisschen Radfahren und ein bisschen spazieren gehen kann ich machen für meine Beine. Das werde ich eh weiterhin machen. Gleich Radfahren im Gym zum Aufwärmen. Dann vielleicht mache ich nachher noch eine kleine Cardio-Einheit, damit die Durchblutung eben besser gefördert wird, dass Hämatom abtransportiert werden soll. Aber ansonsten ist es nichts mit dem Muskel, nichts mit dem Knie, was mich schon mal beruhigt. Aber natürlich auch andererseits scheiße ist, weil ich weiß es nicht, was ich im Prinzip habe, wie lange es noch dauern kann. Und kann es jetzt nicht krass bekämpfen, sondern muss halt einfach abwarten. Wir warten nicht ab, was unsere Pump abgeht und ballern jetzt erstmal ins Gym und zerlegen unsere Brust. Da sind wir auch schon am Bike, die Erlaubnis, also den Tipp, dass es die Durchblutung fördert, wird auf jeden Fall gleich mitgenommen. Wie immer, kleines Warm-up, wenn wir gleich ready sind. Ich habe auch ganz gut Bock auf den Push-Day, muss ich sagen. Hunger ist schon langsam am Weg hergekommen, weil ich habe noch nichts gegessen. Mein Mund ist irgendwie auch trocken, immer von dem Wasser in Deutschland wird mein Mund irgendwie extrem trocken. Keine Ahnung, ob das irgendwie andere Inhaltsstoffe hat oder sonst was. Aber ja, wir geben jetzt Gas und gehen rein. So, wir starten wieder mal mit der guten alten Schrägbankmaschine. Da kann ich immer auch ganz gut schauen, wie es mit meiner Kraft aussieht, weil ich immer ganz gerne zumindest eine Übung habe, die vielleicht relativ konstant ist, um mich zu sehen. Performe ich heute gut, performe ich heute schlecht. Die Oldschool-Trainerin ist auch mit dabei. Zerlegst du mich heute ein bisschen? Ja. Muss ich aber selber auch zerlegen, gell? Ich fange auch gleich an. Camilla hat jetzt einfach 24 Stunden wach. Ja.
und hat gearbeitet. Und deshalb ist die Gehirnfunktion auch nicht besser als deine. Okay. Ja, meine war noch nie gut, deswegen ja. Hab's schon verstanden. Stop. Yeah! Mach jetzt weiter. Geh noch, mach weiter. Das war's. Das kann wieder welche übertöten. Ich habe noch zwei Sätze. Ja? Ich mache noch zwei schöne, da kannst du mir nicht helfen. Ich komme mich auf jeden Fall wieder steigern. Wir haben meinen PR vom letzten Mal gleich gehalten und sogar im dritten Satz eine Rap mehr gemacht. Das heißt, das läuft gut. Ich mache heute mal eine bisschen andere Brustübung, habe ich früher auch gemacht. Die Nautilus Press finde ich sehr, sehr nice vom Gefühl. Und die Decline Press ist gerade so ein bisschen in der Sonne. Und da werde ich die ganze geblendet, das nervt, deswegen mache ich das einfach hier. Im Prinzip genau gleiche Bewegung wie Bankdrücken. Und der Pump, plus das Gefühl, ist stabil. Ich habe auch schon bei der ersten Übung meine Brust krank gespürt. Und ihr seht, ich mache immer meine letzten zwei Reps, zumindest bei der vorigen Maschine, kurz ablegen und dann nochmal alles rausdrücken, weil ich einfach so nochmal das meiste raus und habe ich jetzt hier nicht gemacht. Mache ich eigentlich immer nach Gefühlslage. Und jetzt gerade hat es so auch super gepasst. Sick. Butterfly ist halt wirklich die beste Brustübung, die man machen kann. Der Pump. Nicht von dieser Welt. Wenn sich das Mikrofon bewegt, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Komm, Camilla hilft immer. Weiter. Schaffst du. Oh mein Gott. Es fühlt sich immer so, als würde man gar nichts machen, wirklich gar nichts. Komm jetzt. Und hilf mir nicht so viel an Negativen. Ja, ich will, dass du was machst. Ich will, dass du was tust. Du sagst immer, mach langsam und dann hältst du mir aber so dagegen, dass ich gar nicht dagegen ja, halten muss. Nee, aber Camilla will mich dann auch zwingen, einen Rap zu machen, aber Digga, meine Brust ist im Sack. Oh, let's pump this up, baby. Schulterpump ist echt das ekligste. Aber sieht dafür geil aus. Ich dachte mir, ich mache noch mal eine Schulterdrückübung, nur zwei Sätze, weil meine Schulter ist schon gut dabei. Mit William habe ich ja letztens auch ordentlich was gemacht. Da haben wir, glaube ich, zwei Sätze Seitheben am Kabel, dann zwei Sätze mit Kurzhanteln, zwei Sätze drücken und auch jedes Mal eigentlich all in. Deswegen jetzt noch mal zwei Sätze Schulterdrücken, dann habe ich auch sechs Sätze gemacht. Dann soll es gut passen. Geht gut rein. Fuck, Alter. Ich bin definitiv durch. Komplett im Sack. Yeah. I fuck about a million, I keep it a trend. Resilient, they energy off. My image has got reaching deep in the pot. I got features of people I love. Yeah. R.I.P. Training hat ordentlich gescheppert. Ich habe mir gerade schon mein Post-Workout mit reingenommen. Einfach ein bisschen Porridge mit Schokolade und Birne. Geil. Uff, wieder zu Hause. Ich habe gerade einen dicken Nap gemacht. Camilla schläft auch im Schlafzimmer. Ich war nur, ich duschen, deshalb schlafe ich jetzt einfach kurz draußen, weil ich auch
unter freiem Himmel schlafen möchte, das ist eh viel geiler. Vor allem, weil das Wetter halt wirklich wild ist. Mal schauen, ob es gleich noch schwimmen geht oder auch nicht. Muss mir auf jeden Fall erstmal was zu essen machen, mit was preppen für nachher, falls ich denn gehen sollte, damit ich da safe bin, der Hunger. Sehe auch schon wieder langsam schon. Ich merke immer wieder, wenn ich schlafe, dass da das Bein wirklich Probleme macht. Also keine Ahnung, woran das liegt, ob es in der Position liegt oder sonst was. Aber ich hatte halt wirklich hier immer so ein Stechen. Oder so eine Druckstelle. Ich hoffe wirklich, dass es die nächsten Tage noch um einiges besser wird, weil in der Nacht schlafe ich halt einfach nicht geil. Und deshalb war der Nap jetzt auf jeden Fall notwendig. Jetzt wird es Zeit, mich zu nähren. Hier habe ich dicke Bowl, einfach mit Reis, bisschen Mischgemüse, Tofu ist drin, Avocado. Habe ich hier auch auf einen Proteintoast geschmiert, ein paar extra Fette, damit ich die auch über den Tag besser verteile. Und dann haben wir schon mal knapp 1200 Kalorien. Kurzer Location-Wechsel. Camilla spielt die Aufpasserin beim Pool. Fühl mich so wie das kleine Kind, das hier beobachtet wird. Bitte mal kurz meinen Sprung von vorher nochmal filmen. Habe ich nämlich leicht abgekühlt und habe jetzt den Superman nochmal perfektioniert. Der hat krass gespritzt. Früher habe ich es nämlich nie richtig hinbekommen. Du hast mich komplett nass gemacht. Der Pool, der hatte eine gute Temperatur. Danach musste ich mir auch eine Jacke anziehen, wir waren noch eine kleine Runde spazieren und eine Kleinigkeit einkaufen, denn eine dicke Mahlzeit muss gekocht werden. Gebt euch mal das veganer Parmesan, bisschen veganes Hähnchen und dann Nudeln. Und hier im Ofen, darauf freue ich mich extrem. Oh shit, einfach mal wieder Ofenkartoffeln gezaubert. Wir chillen uns jetzt auf die Couch, schauen aber nicht SpongeBob, sondern Camilla hat eine Spezialserie. Mit der sie mich wieder mal gefesselt hat. Sommerhaus der Stars, jawohl, das lieben wir. Ab und zu so ein bisschen Trash ist schon in Ordnung. Aber ansonsten hoffe ich, dass meine Regeneration jetzt demnächst aufs nächste Level gebracht wird und ich bald wieder in elektrisch starten kann und nicht allzu dünn wird. Ich habe schon Paranoia, dass ich irgendwie mehr Haut an meinem Bein habe und hier irgendwie schon mehr wegziehen kann, aber ich glaube, soweit ist noch nicht. Da sind noch ein paar Gains da, aber trotzdem mit 2 Wochen ohne Training. Ich hoffe, dass es nochmal 2 Wochen werden. Ansonsten kommen wir auf jeden Fall wieder stärker zurück. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.